So, nochmal guten Tag, liebes Publikum da draußen im Besselpark und auch alle, die uns online live verfolgen. Ich freue mich, für Sie jetzt, also für mich, meine letzte Veranstaltung hier anmoderieren zu dürfen. Und ich darf heute mit dem Sozialpsychologen Harald Welzer sprechen, der mich hier gegenüber sitzt. Herzlich willkommen, Herr Welzer. Hallo, guten Tag. Genau, Harald Welzer ist nicht nur Sozialpsychologe, sondern er ist auch Professor für Transformationsdesign an der Universität Flensburg, sowie Mitbegründer und Direktor der TAZ Futur 2 Stiftung, der Stiftung Futur 2 und der TAZ Futur 2, die viele von Ihnen sicherlich auch kennen. Er gilt als Intellektueller in Deutschland, spätestens seit seinem Buch Selbstdenken und diskutiert in vielen Debatten, auch gerade jetzt, um unterschiedliche verschiedene Themen, also zum Beispiel auch es geht viel um Klima, es geht viel um die Militarisierung der Sprache und das alles versuchen wir heute auch anzureißen. Genau, zuletzt erschienen ist sein Titel eine Gesellschaftsutopie für freie Menschen. Es könnte alles anders sein, so wie der Nachruf an mich selbst, das auch lange in den Spiegel-Bestsellerlisten war. Und seine Bücher wurden insgesamt in 21 Ländern verlegt und sind dorthin übersetzt worden. Wir haben einen sehr mysteriösen Titel für die heutige Veranstaltung, von dem ich auch bis Donnerstag nicht wusste, was da eigentlich dahinter stecken soll. Deswegen frage ich Sie nochmal, Herr Welzer, die Theoriebedürftigkeit der gegenwärtigen Lage. Was verbirgt sich denn hinter diesem eher, sperrigen Titel? Naja, eigentlich ist so ein Titel ja, ein totaler Anachronismus, weil das wäre so ein Anfang 70er-Jahre-Titel eigentlich gewesen, wo die linke intellektuelle Blase pausenlos solche Titel formuliert hat und den Anspruch auch gehabt hat, dann das zu erklären, was dann die passende Theorie ist. Und wir sind heute in einer Situation, wo sich jetzt mal schlicht gesagt Ereignisse überschlagen, Krisen akkumulieren, Krieg zurückkehrt, jedenfalls nach Europa zurückkehrt, anderswo ist er vorher auch schon gewesen, wo Problemlagen auftreten, für deren Bewältigung es kein Wissen gibt und es gibt aber gar keinen theoretischen Rahmen. Wir haben ein totales Defizit in irgendeiner Weise, diese scheinbar voneinander getrennten Einzelereignisse einzuordnen. Und als dieser Titel irgendwie ins Programm gekommen ist, wusste man ja noch gar nichts vom Krieg. Der hatte damals noch nicht angefangen. Aber da habe ich schon gedacht, wir brauchen jetzt mal eine größere Anstrengung auch von Seiten meiner Disziplin, mal in irgendeiner Weise diese Ereignisse im Zusammenhang zu sehen. Und deshalb kam dieser Titel zustande. Um welche Ereignisse handelte es sich denn vor allem vor Kriegsbeginn, auf die Sie sich beziehen? Naja, gut, wir haben, sagen wir mal, wenn man bei 2008 ansetzt, haben wir die Finanzkrise gehabt, die Weltwirtschaftskrise. Wir haben 2015 die sogenannte, ich sage immer so genannt, wenn das Wort Krise fällt, die Flüchtlingskrise gehabt. Wir haben die Krise mit dem Rechtspopulismus, dem Entstehen eines neuen Rechtsextremismus gesehen. Wir haben die Corona-Krise, wir haben jetzt den Krieg und wir haben überall dem die sogenannte Klimakrise und eine Ökokrise. Ich sage erstmal, dass der Begriff Krise für alle diese Erscheinungsformen total falsch ist, weil er suggeriert, dass man es mit Unterbrechungen von Normalitäten zu tun hat. Wir haben es aber in keinem einzigen dieser Fälle, allenfalls bei der Pandemie, mit Ereignissen zu tun, die nicht weitergehen. Also es ist eine totale Illusion beispielsweise, dass man die Zahlen von Menschen, die flüchten müssen, in irgendeiner Weise in den nächsten Jahrzehnten reduziert sehen würde. Genauso wenig, wie man völlig illusionär wäre, wenn man glauben würde, die Klimathematik würde sich in irgendeiner Weise in den nächsten 30 oder 40 Jahren abschwächen, weil die Folgen des vor 30 Jahren sozusagen vorgetriebenen Klimawandels gehen ja ungebrochen weiter. Ja? So. Und jetzt kommt aber schon der interessante Punkt, dass man sich natürlich fragen kann, hängen diese Krisen oder als Krisen apostrophierten Geschehnisse miteinander zusammen? Und wenn ja, warum und in welcher Weise? Und da würde ich meine Hypothese aufstellen. Ich würde denken, dass die Auswirkungen der ökologischen
Probleme inklusive des Klimawandels, der Erderhitzung, so gravierende Folgen heute schon haben, dass die Gesellschaften extrem unter Stress geraten, unter Druck geraten, dann in den Gesellschaften selber sich Veränderungsprozesse vollziehen, also beispielsweise wie Spaltungsprozesse, wie populistische Erfolge, Erosion von Demokratie, Rücknahme von Beteiligung, Wiedererstarken von autokratischen Gesellschaften. Einfach weil ein scheinbar äußerer Faktor dazugekommen ist, der in den, sagen wir mal, in den Jahren bis zur Jahrtausendwende nicht so eine große Rolle gespielt hat, nicht fühlbar so eine große Rolle. Jetzt werden die Folgen ja manifest. Und jetzt kommt eigentlich der wirklich spannende Punkt, dass man ja auch sagen kann, okay, diese ökologischen Folgen, die Folgen des Klimawandels, sind Beschränkungen von Überlebensmöglichkeiten. Weil wir zum Beispiel extreme Bodenverluste haben durch Dürren, durch Überschwemmungen, durch Brände und so weiter. All diese Dinge, die sich verändert haben. Und was passiert eigentlich als Reaktionsbildung von Gesellschaften, wenn die Überlebensräume, die notwendig sind, auch die wirtschaftlich ausbeutbaren Räume, kleiner werden? Naja, dann geraten sie in Konkurrenz. Und möglicherweise hat ja auch der neue Imperialismus, den wir sehen, und zwar nicht nur in Gestalt von Russland, sondern in Gestalt von China und anderen. Ob der so neu ist? Würde ich gleich als nächstes gesagt haben, das ist eine Renaissance. Ja? Der ist nicht neu, aber er kommt wieder in einer Macht, wie wir geglaubt haben aus der Sicht des Westens, dass das ein Thema von gestern sei. Das ist der Punkt. Also es kommen gewissermaßen Figurationen wie im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert zurück. Das ist der Punkt. Aber nur noch diesen einen Satz dazu, was ich mit der Theoriebedürftigkeit meine. Ich glaube, man muss aufhören, diese Phänomene getrennt voneinander zu betrachten. Und ich glaube, man muss verstehen, dass der ökologische Faktor inklusive Klima die entscheidende Variable ist, die sozusagen alles das, was passiert, bestimmt, auch wenn die Akteure das selber gar nicht merken. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Putin seinen Angriffskrieg macht, weil er sich für Klimawandel interessiert. Das ist nicht der Punkt. Das ist aber historisch eine Binse. Leute tun Dinge aus übergeordneten Gründen, die ihnen selber überhaupt nicht bewusst sein müssen. Sie haben uns Anfang März ein Interview gegeben, wo Sie den totalen Rollback im Klimatransformationsprozess beklagt haben. Außerdem meinten Sie, dass Sie wunschlos unglücklich seien. Hat sich denn irgendwas an diesem Gemütszustand geändert? Nee, ich bin noch viel unglücklicher. Und zwar deswegen, weil eben ich sehr unglücklich über die Entwicklung im Zusammenhang des Krieges bin. Und weil ich glaube, das ist aber das eigentliche Thema damals bei dem Interview gewesen, ich sag's mal so pathetisch, dass fast alles von dem, wofür jemand wie ich und viele andere eine ganze, wie soll ich sagen, wichtige Lebenszeiten versucht haben zu kämpfen, sich dafür einzusetzen, das auch zu verstehen und politisch zu beeinflussen, dass das eigentlich seit dem 24. Februar ziemlich gegenstandslos geworden ist. Ja. Sie meinen, weil der Fokus komplett jetzt auf einem ganz anderen Thema, eben dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine liegt, oder wenn Sie das noch ausführen würden? Naja, die Folge dieses Krieges, wie immer er sich weiterentwickeln wird, wird erstens in jedem Fall eine negative Folge sein. Das ist ein interessanter historischer Prozess, wo es gar keine positive Folge geben kann von dem Ganzen. Also überhaupt keine. Das heißt, es ist nur lose-lose in jeder Hinsicht. Aber es wird die komplette Orientierung von Politik der Bundesrepublik, aber aller NATO-Staaten auch verändern. Und es wird eine Prioritätensetzung geben. Das ist ja keine Zukunftsmusik, sondern es ist jetzt schon Realität, die eben die Verteidigungsfähigkeit, die militärische Schlagkraft, die Ausrüstung und so weiter als absolute Priorität setzt. Und da die Gegenseite davon nicht beeindruckt sein wird, wird sozusagen diese Priorität auch immer weiter gefordert werden. Das heißt, Sicherheit wird den allergrößten Raum einnehmen. So, und das ist relativ schlecht,
wenn es einen interessiert, wie man eigentlich eine Gesellschaft sozialökologisch, aber auch kulturell transformieren möchte. Lassen Sie uns gleich zum Krieg und Aufrüstung und all den Themen kommen, zur Sicherheit. Ich würde gerne noch fragen, sehen wir denn nicht gerade eher ein Umschwenken auf eventuell eine solidarische Mobilitätswende? Also wir haben jetzt das 9-Euro-Ticket, was kommt, wir haben die Ampelregierung, die sich dem Thema annehmen wird, und wir haben die Spritpreisbremse, aber gleichzeitig auch die Regulierung der Fahrtkosten. Sehen Sie da nicht irgendwie eine Möglichkeit, dass eventuell aus der Not ein Bewusstsein erwachsen könnte, dass wir so klimatechnisch nicht weitermachen können? Nee, sehe ich überhaupt nicht. Wir hatten, als der erste Lockdown war, zu Beginn der ganzen Pandemie, gab es auch die Blütenträume, dass jetzt die große Zeit für eine ökologische Wende gekommen sei, weil man zum ersten Mal erlebt hat, dass Wirtschaft nicht das Primat hat, sondern Gesundheitspolitik. Und das könnte man ja jetzt als Learning auch auf Klima und so. Und ich habe das nie geglaubt, weil so schnell gesellschaftliche und wirtschaftliche Interessenlagen sich nicht verändern. Und der Rest der Pandemie hat das ja auch genau gezeigt, dass das überhaupt jetzt mit so einem BWL-Sprechen nicht eingezahlt hat auf Klimapolitik. Okay? Dasselbe ist jetzt der Fall. Und dieses Energie, ich weiß nicht, wie das formell heißt, Energiesicherungsgesetz oder was jetzt verabschiedet wird, ist ja ein Witz. Das ist ein totaler Witz, weil die Ampel ja keinen Konsens hergestellt hat, sondern sie hat eine dreigeteilte Klientelpolitik gemacht. Ja, die Christian Lindner Jungs kriegten die Benzinpreisermäßigung, die SPD hat das Energiegeld bekommen und die Grünen haben das öffentliche Verkehrsding bekommen. Das heißt, das ist ja konzeptuell totale Kacke. Ja, und hat überhaupt nichts mit Klimapolitik zu tun. Und übrigens, so sehr ich das begrüße, ich bin ein totaler Fan des öffentlichen Nahverkehrs, aber wenn man sich mit den Leuten von den Stadtwerken und den kommunalen Verkehrsbetrieben unterhält, fallen die von einer Ohnmacht in die nächste, weil die sagen, dieses 9-Euro-Ticket ist komplett kontraproduktiv. Erstmal wissen sie gar nicht, wie sie das darstellen sollen, aber das ist eine andere Sache. Sie wissen nicht, was sagen wir denn in 3 Monaten? Ja, also selbst wenn es gelungen sein sollte, Leute anzufixen, dass sie jetzt öffentlichen Verkehr mehr nutzen, dann kriegen sie hinterher das um die Ohren gehauen, dass das Ticket wieder den normalen Preis hat oder was? Ja. Das ist für viele nicht stemmbar. Ja, irre. Ja, ja. Lassen Sie uns zurückkommen zum Thema Sicherheit. Ist es denn nicht normal, dass Menschen irgendwie reagieren auf solche Bilder wie die aus Butscha, die Bilder aus der Ukraine? Ist es nicht normal, dass also fast eine menschliche, gesunde Reaktion eigentlich, dass das Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit wächst? Aber absolut ist es normal. Es ist auch normal, dass wenn in unseren scheinbar sicheren Zeiten eben ein solches Ereignis wie ein Angriffskrieg stattfindet, dass das tatsächlich passiert, ist an sich schon eine tiefe Verunsicherung. Und wir haben ja vorher in dem, wie soll man sagen, etwas komfortablen Bewusstsein existiert, dass eben sowas in Europa nicht passieren kann. Sondern wenn Krieg, dann irgendwo. Wenn Sie von wir sprechen, wen meinen Sie? Weil in der Ukraine herrscht ja seit 8 Jahren eigentlich Krieg. Also ja, aber ich würde sagen, der selbstgewisse, saturierte Westen. Okay, ja. Ja. Das hat man für unmöglich gehalten. Und auch eben sozusagen die Ignoranz gegenüber dem, was in der Ukraine schon seit vielen Jahren passiert ist, hat ja was mit dieser Selbstgewissheit zu tun. Dieselbe Selbstgewissheit ging aber auch in Bezug auf Syrien oder den Jemen oder viele andere Dinge. Das ist sozusagen hochproblematisch, geht uns aber wirklich nichts an und wird hier auch eigentlich nichts, also passiert ja nichts. Ja. Und die Kränkung und damit natürlich auch die tiefe Verunsicherung, die dieser Krieg jetzt ausgelöst hat, hat natürlich genau damit was zu tun, dass es, auch wenn man im Nachgang sagen kann, wenn man genau hingeguckt hätte, war es vielleicht nicht so unerwartet, aber als Unerwartetes tatsächlich in die Mentalitäten reingehauen hat. Aber kommen wir eben weiter zum Thema Sicherheit. Also wie soll man denn jetzt reagieren als Politik? Also Sie prangern ja wirklich auch in vielen Beiträgen ihrerseits an, dass es komplett falsch ist, wie die Politik aktuell handelt, dass die Politik jetzt aufrüsten möchte, dass die Politik jetzt Waffen in die Ukraine senden möchte. Nein,
Das ist nicht richtig. Ich habe schon lange bevor überhaupt diese Zuspitzung entstanden ist, hätte ich immer dafür argumentiert, dass dieser 2%-Beitrag für die NATO oder sozusagen das Erreichen des Beitrages jedes Mitgliedstaates, dass man das machen muss, dass man sich nicht darauf ausruhen kann, dass es irgendwie die Sicherheitsgarantien repräsentiert durch Amerika gibt und sonst was. Das ist für mich überhaupt nicht der Diskurs. Ich bin auch in dem Sinne kein Pazifist, sondern habe schon da eine relativ klare Position seit sehr vielen Jahren gehabt. Das ist überhaupt nicht mein Punkt. Das ist aber nicht kein Pazifist. Nee. Okay, also Sie sind unter Umständen schon dafür, dass es Waffenlieferungen geben kann in Gebiete, wo es dringend nötig ist? Also ich würde mal ganz einfach sagen, es könnte manchmal leider so sein, dass man zu militärischer Gewalt greifen muss oder dafür optieren muss, wenn es sinnvoll ist und wenn es ausweglos ist. Das würde ich schon sagen, das habe ich aber auch immer gesagt und das ist von meiner wissenschaftlichen Biografie her auch relativ leicht nachvollziehbar, weil ich mich über ewige Zeiten mit Kriegsgewalt, Massengewalt, Massenverbrechen, Genoziden und so weiter beschäftigt habe. Wenn wir jetzt auf die Ukraine blicken, viele Menschen sehen da gerade einen Vernichtungskrieg mit teilweise genozidalen Aspekten und die Bilder schockieren uns jeden Tag aufs Neue. Sie haben gestern wurde ein Brief publiziert, den Sie mit unterzeichnet haben. In der Emma-Redaktion oder auf der Seite emma.de, ein feministisches Magazin von Alice Schwarzer, wo dringend davon abgeraten wird, Waffen in die Ukraine zu liefern. Nun ist es aber so, dass sehr viele Menschen der Ansicht sind, dass die Situation ansonsten eine ausweglose ist, wenn man nicht Waffen in dieses Kriegsgebiet liefert. Also dass man die Ukrainer sozusagen dem russischen Aggressor überlässt. Wieso haben Sie diesen Brief unterschrieben, wenn Sie eigentlich unter Umständen der Ansicht sind, dass Waffen manchmal unvermeidlich sind? Ja, manchmal sind sie unvermeidlich und manchmal sind sie verhängnisvoll. Und wir alle können überhaupt keine, wie soll man sagen, belastbare Prognose darüber abgeben, wie diese Geschichte weitergeht. Man kann ja nur in Wahrscheinlichkeiten versuchen, das Ganze zu betrachten und zu erwägen. Und wir haben jetzt zwei Faktoren, die jede Debatte darüber unendlich schwer machen. Der eine Faktor ist, dass hier ein Land angegriffen worden ist, gegen jedes Völkerrecht, gegen jede Form, die man irgendwie legitimieren könnte. Und dass dieses Land natürlich jedes Recht der Welt hat, sich zu verteidigen und so weiter und so weiter und Unterstützung zu bekommen. Die andere Dimension dieses Problems besteht darin, dass man als, wie soll man sagen, indirekt beteiligte Partei, wenn ich jetzt die NATO nehme und den Westen nehme, dazu ein Verhältnis entwickeln können muss, was nicht die Gefahr heraufbeschwört, dass dieser Krieg sich entgrenzt, das heißt über den bisherigen Schauplatz hinausgeht oder gar zu einem Atomkrieg wird. So, und diese beiden Rationalitäten sind ja nicht dasselbe. Es gibt für beide Probleme nicht eine Lösung. Ja, und wir haben im Moment eine Debatte, die so aussieht, als wäre der erste Teil des Problems oder das eine Problem identisch mit dem zweiten. Und deshalb ist sozusagen diese eskalative Forderung, wir haben in dem Brief übrigens nicht geschrieben gegen Waffen, sondern gegen schwere Waffen, weil das ist ja der Anlass. Ja. Und wir sehen ja nun innerhalb dieser zwei Monate nicht nur eine Eskalation auf Seiten des Angreifers, sondern wir sehen eine Eskalation auf Seiten der Reaktion, also eine beständige Steigerung der Menge, aber vor allen Dingen auch der Qualität der Waffen. Und jetzt ist heute die letzte Meldung, die ich zur Kenntnis genommen habe, ist, dass die Slowakei jetzt über Polen Kampfflugzeuge liefern wird. Und das wird auch noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Und das ist mir aus der Perspektive von jemand, der glaubt, sich mit der nicht mehr kontrollierbaren Gewaltdynamik auszukennen, eine höchst gefährliche Angelegenheit, Punkt eins. Punkt zwei, sehe ich nicht, wie das auch nur ein einziges Menschenleben in der Ukraine
retten könnte, sondern diese Eskalation beinhaltet mehr Menschen, die sterben müssen, die verletzt werden, mehr Zerstörung. Und mir ist, obwohl alle der Meinung sind, in der kompletten Medienlandschaft, dass man das machen muss und der Kanzler darf nicht zögern und niemand darf zögern und man muss das jetzt machen, ist mir das ehrlich gesagt überhaupt nicht plausibel, wieso man das tut. Nun gut, die Ersten, die sagen, man darf nicht zögern, sind ja nicht der Kanzler und Co. Der Kanzler zögert sehr wohl, sondern es sind ja die Ukrainer selbst. Unter den UnterzeichnerInnen des Briefes hat sich keine einzige osteuropäische, geschweige denn ukrainische Stimme befunden. Und ich würde Sie gerne fragen, ob Sie denn glauben, dass es einfach mit der Realität korrespondiert, der diese Menschen gerade ausgesetzt sind. Auch da gibt es Intellektuelle, die sich seit Jahrzehnten mit der Situation auseinandersetzen, die seit Jahrzehnten warnen davor, dass dieses Szenario eintreten könnte, dem russischen Krieg. Und jetzt ist der Krieg da. Deutschland finanziert diesen Krieg mit durch Gasimporte aus und Ölimporte aus der Ukraine, aus Russland. Deutschland hat seinerzeit vor wenigen Jahren Waffen nach Russland geliefert, mit denen jetzt dort gekämpft wird, Frankreich auch. Und naja, was schlagen Sie denn vor, wenn die Leute in der Ukraine jetzt angegriffen werden und man denen keine schweren Waffen zur Verfügung stellt? Es gibt Schätzungen von Militärexperten, von Politikwissenschaftlern, die sagen, dieser Krieg kann beschleunigt und schneller zugunsten der Ukraine beendet werden, wenn diese Waffenlieferungen endlich stattfinden. Ja, ja, es gibt viele falsche Einschätzungen. Warum sind sie falsch? Ja, weil sie falsch sind, weil ich doch, wenn ich mehr Waffen in ein vorhandenes Kriegsgeschehen einspeise, steigt doch bitteschön die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Krieg auf lange Dauer gestellt wird. Also, weil man wird ja nicht mehr Waffen liefern können, als Russland sozusagen von der Seite des Aggressors her bereitstellen kann. Das heißt, das positivste Szenario, über das man überhaupt sprechen kann in diesem Zusammenhang, ist ein langdauernder Zermürbungs- und Abnutzungskrieg. Und dieser lange andauernde Zermürbungs- und Abnutzungskrieg wird die Gefahr der permanenten Entgrenzung und der Nichtverhandelbarkeit von irgendwas auf eine sehr lange Dauer stellen. Und ich finde das politisch total falsch. Und ich muss es hier auch nochmal sagen, und Sie haben eben das wieder gemacht. Ich habe gesagt, es gibt zwei verschiedene Perspektiven. Das ist die Perspektive der angegriffenen Opfer und die Perspektive derjenigen, die außerhalb dieses Geschehens dazu politisch handeln müssen. Das ist nicht dasselbe. Und das ist vor allen Dingen von den Konsequenzen her auch nicht dasselbe. Und die Argumentation, wie sie im Moment sozusagen die dominierende Argumentation ist, und zwar insbesondere auch in den Medien, das finde ich bemerkenswert, wie sich hier eine mediale Blase konstituiert hat, wo alle sich denselben Text vortragen. Ich habe jetzt eben gerade unten gestanden und stand zwischen einem Vertreter der Springerpresse und einer Vertreterin einer eher linken medialen Zugehörigkeit und wurde von beiden fast geschlagen, weil wir uns erlaubt haben, diesen Brief zu schreiben und erlaubt haben, zum Beispiel dafür zu votieren, dass in einer politischen Situation, für die es kein Rezeptwissen gibt, da gibt es kein Skript, es vielleicht doch echt cool ist, wenn man politische Akteure hat, die zögern. Und wir haben eine Medienlandschaft, die ganze Zeit formuliert, die müssen unter Druck gesetzt werden und Scholz ist unter Druck und wird er dem Druck standhalten. Und dann haben wir diese Leute wie Marie-Anton Strack-Hofreiter, diese merkwürdigen Leute, die irgendwie medial überrepräsentiert sind, keine Ahnung von diesem Geschehen haben, aber die ganze Zeit nur ein Mantra vorbeten, nämlich schwere Waffen, ohne über die Konsequenzen sich auch nur im geringsten Rechenschaft abzulegen. Wissen Sie, ich bin Russin und ich schaue, seit ich ein kleines Mädchen bin, russisches Propagandafernsehen. Ich habe Freunde, die gerade in Saporischschja, in Kiew sind, in Odessa und dem Bombenhagel standhalten müssen. Und wenn ich solche Briefe lese, wie den Sie unterschrieben haben, klingt das für mich so, als würde man sagen, naja, dann sprech doch mit dem Aggressor. Das ist doch besser, wenn sich die Ukraine schnell ergibt und wir uns dann wieder am Tisch mit Putin setzen können. Meiner Meinung nach kann man sich nicht an den Tisch setzen mit einem Diktator. Putin ist ein Diktator. Mit jemandem, der Kriegsverbrecher ist, der einen Genozid begeht.
Und die Verrohung der Sprache, die beginnt nicht hier, die hat nicht hier begonnen. Es ist eine Reaktion auf das, was in den russischen Propagandasendern seit Jahrzehnten stattfindet. Es ist eine Faschisierung der Sprache, es ist eine Faschisierung der gesamten Gesellschaft. Ja, und wie soll man darauf antworten? Ja, doch nicht mit der gleichen Formulierung. Das ist doch genau der Witz. Im Moment folgt das Drehbuch dem Diktator. Der Diktator führt einen Angriffskrieg, das heißt, er definiert die Situation durch Gewalt. Und die adäquate Antwort soll dann sein, wir definieren das auch durch Gewalt. Und die Sprache, wenn das zutreffend ist, was Sie sagen, die dann auf russischer Seite schon aufgerüstet worden ist, die macht es dann sinnvoll, wenn wir unsere Sprache aufrüsten? Ich verstehe die ganze Logik nicht. Und ich muss noch mal sagen, es ist eine Komplikation, wenn die Perspektive der Betroffenen verwechselt wird mit der Perspektive derjenigen, die sich dazu verhalten müssen zu dem Ganzen. Es ist nicht dasselbe, so hart wie das ist. Aber wenn ich die Konsequenz mir angucke, dann ist man zum Beispiel mit der Konsequenz konfrontiert, dass dieser Krieg, der jetzt so viele Menschen leiden lässt und zu Recht fordern lässt, dass man ihnen hilft, dass man sie unterstützt, sich entgrenzt und es plötzlich viel, 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 viel mehr Betroffene gibt von einem Kriegsereignis. Und zwar von einem Kriegsereignis, was möglicherweise präzedenzlos ist in der Geschichte. Und meine Ratio ist schlicht und ergreifend nur die, jetzt komme ich nochmal darauf, wir können keine belastbaren Prognosen abgeben, wie geht die ganze Geschichte weiter. Aber wenn ich in einer Situation bin, wo ich keine belastbaren Prognosen abgebe, dann wähle ich doch nicht die Seite, wo die Gewalteskalation und die Entgrenzung des Krieges die wahrscheinlichere ist als die andere. Das ist doch total irre. Also es gibt durchaus Prognosen, die zum Beispiel davon sprechen, wenn man jetzt ein Embargo gegenüber Russland verhängen würde, dass der Krieg in 1 bis 2 Monaten vorbei wäre, weil Russland sich einfach nicht mehr finanzieren könnte. Und also wenn ich darf, ich würde gern Trotzki zitieren an dieser Stelle, denn er schrieb, einander bekämpfende Heere sind immer mehr oder weniger symmetrisch. Gäbe es nichts Gemeinsames in ihren Kampfhandlungen und Kampfmethoden, könnten sie einander keine Schläge zufügen. Wie soll man sich denn wehren, wenn man angegriffen wird? Also sollten die Ukrainer zivilen, gewaltfreien Widerstand leisten? Wann hat das denn funktioniert jetzt, jemals gegen Faschismus? Ja, Moment, wir wechseln jetzt dauernd die Themen. Der Punkt ist ja zum Beispiel der, eine Diskussion, die wir vollständig vernachlässigen, aber gleichzeitig trotzdem dauernd Hypothesen darüber formulieren, ist, dass Russland natürlich global betrachtet keineswegs isoliert ist und alleine dasteht. Das stimmt. So. Und das ist zum Beispiel relativ relevant für die Frage, inwieweit wäre ein Gasembargo tatsächlich geeignet, diesen Krieg zu beenden, oder? Und es gibt natürlich globale Akteure, die diese ganze Geschichte, die hier stattfindet, total super finden, weil es den Westen schwächt, weil es eine andere Achse bildet, weil es eine Koalition von neoimperialen Gesellschaften ist. Und weil der Westen, wenn ich das mal so sagen darf, pauschal sich wieder mal in der Illusion befindet, dass das, was unsere vorgetragenen Werte, aber auch dann exekutierten Handlungen sind, dass die global gültig und akzeptiert würden. Das heißt, dieses falsche Selbstbild, was übrigens schon zu entsetzlichen Kriegsfolgen geführt hat und zu fürchterlich falschen Entscheidungen in Kriegen, ist jetzt wieder genau der Fall. Und das taucht auch täglich in der Presse und in den Medien auf. Putin ist isoliert. No, is not. Und das ist aber ein riesiges Problem, weil das die ganze Situation wesentlich komplizierter macht, als sie sich für uns darstellt. Und im Übrigen möchte ich noch mal einen Satz zu dieser wunderbaren Kompetenz, wie die politische Klasse versucht, diese Dinge zu betrachten, sagen. Das Afghanistan-Desaster ist kein Dreivierteljahr her. Das war im August vergangenen Jahres. Und es war etwas, wo man nach einem lange andauernden Krieg eine komplette Überraschtheit der zuständigen Akteure auf der militärischen, auf der Seite der Dienste, auf der Seite der Außenminister und so weiter. Sie standen plötzlich da und haben gesagt, oh Gott, ich weiß noch, wie Heiko Maas da vor der Kamera stand. Also wir sind jetzt wirklich total überrascht.
Leute. Und jetzt haben wir das Zutrauen, dass dort eine Gruppe von Akteuren ist, die sozusagen in vollkommener Handlungskompetenz über diese Ereignisse sind, die dort gerade stattfinden. Na, gute Nacht, Großmutter. Ja? Da kriege ich echt eine Meise, wenn ich mir das anhöre. Und das ist kein Politikbashing, sondern das ist eine Aussage darüber, dass an einer Stelle, ich wiederhole mich, wo es kein Skript gibt und auch nicht wirklich ausgearbeitete Kompetenz, mir jede Form der Handlungsverzögerung wichtiger und richtiger erscheint als dieses, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt und noch ein Brikett und noch ein Brikett und hinterher sind alle wieder total überrascht. Sie haben gerade Handlungsverzögerungen erwähnt, aber haben wir überhaupt die Zeit zu zögern? Sie sprachen vor der Sorge einer Entgrenzung des Krieges, wenn wir jetzt schwere Waffen liefern. Aber ist es nicht umgekehrt so, und es ist auch eben, wie gesagt, schon von vielen Militärwissenschaftlern, Historikern bestätigt worden, dass wenn Putin mit der Ukraine fertig sein sollte. Ja, ja. Alles Spekulation. Nein, ganz kurz. Dass, wenn er mit der Ukraine fertig sein sollte, es gibt Pläne, Polen anzugreifen. Es gibt Pläne, Transnistrien, da gab es die ersten Explosionen jetzt in den letzten Tagen, Transnistrien, die russische Bevölkerung dort zu befreien. Georgien, ich war jetzt letztens in Georgien, die Leute haben da Angst, die Regierung positioniert sich nicht, weil sie Angst haben, die Nächsten zu sein, 20% des georgischen Territoriums ist schon okkupiert von Russland. Also besteht nicht viel eher die Gefahr, dass der Krieg sich ausbreitet, wenn wir nicht der Ukraine die nötigen Mittel liefern? Das kann sein. Ja, und aber dann? Nee, Moment. Ich bleibe bei dem, was ich vorher gesagt habe, bei der vorherigen Antwort. Ich habe nicht das Zutrauen in die gerade vorhandenen Akteure, dass sie besser sind als vor einem Dreivierteljahr. Und dass die Prognosen, die hier angestellt werden, plötzlich unfassbar viel valider und belastbarer sind, als sie vor einem Dreivierteljahr gewesen sind. Wo soll denn das plötzlich herkommen? Außer, dass sich neuerdings alle einig sind, was ich als Sozialpsychologe immer für sehr ein verhängnisvolles Zeichen halte, wenn sich alle einig sind. Weil das sind Situationen, wo man mit Sicherheit kollektiv in die falsche Richtung marschiert. Das ist mal ein Punkt, den ich machen möchte. Aber diese Session hier hat ja auch nicht die Überschrift, welches Rezept haben wir jetzt für den Ukraine-Krieg, sondern das war ja die Theoriebedürftigkeit der gegenwärtigen Lage. Und jetzt möchte ich mal was anderes sagen. Habe ich vorhin bei der Punkt schon angesprochen. Wenn wir tatsächlich so sind, dass wir nicht mehr auf Tasche haben, als mit der gleichen Sprache auf die Initialzündung eines Aggressors zu reagieren und nicht verstehen, dass wir es mit Problemlagen zu tun haben, die uns durch die nächsten Jahrzehnte begleiten werden, weil eben die Sicherheitsthematik, die Ressourcenthematik, die Folgen des Klimawandels zu immer weiteren aggressiven Formen der gesellschaftlichen Auseinandersetzung, der zwischenstaatlichen Auseinandersetzung führen würden, dann ist es mir viel zu verkürzt, jetzt total narrow darauf zu gucken, dass es hier zu Recht eingeklagt wird von Seiten der Angegriffenen, unterstützt euch, dass das aber schon die komplette Ratio dafür sein soll, wie man sich irgendwie zu einem epochalen Ereignis verhalten soll. Da muss man doch weiterdenken. Es gibt ja auch überhaupt keine Idee beispielsweise darüber, was jetzt eigentlich das Kriegsziel ist. Das hat sich ja unter der Hand einfach mal verändert von Krieg beenden auf Krieg gewinnen. Ich habe aber noch keine valide Diskussion über Kriegsziele, über Nachkriegsordnungen und über all sowas gehört. Und ich habe auch noch keine Debatte darüber geführt, wie stellen wir uns denn eigentlich vor, kommen auf den Anfangspunkt zurück, wie denn eigentlich so ein doch in vielerlei Hinsicht sehr schönes gesellschaftliches Projekt eines demokratischen Rechtsstaates sich unter den Bedingungen einer solchen Zukunft noch erhalten können soll. Das fällt ja alles völlig unter den Tisch. Jetzt müssen Waffen. Waffen sind jetzt das Einzige, was noch irgendwie eine Rationalität haben soll. Kann doch nicht wahr sein. Also es gibt tatsächlich über 86 Intellektuelle, die schon Mitte März einen Brief verfasst haben. Und das sind Intellektuelle aus Osteuropa, viele von ihnen aus der Ukraine, die in diesem Brief eben gesagt haben, dass es die jahrelange Appeasement-Haltung gegenüber Russland. Aber warum gehen Sie denn nicht mal darauf ein, was ich sage? Warum sagen Sie denn nur immer das, was Sie sagen? Ich möchte so hinführen zu dem, was Sie gesagt haben und was Sie in dem Brief unterschrieben haben, weil ich wirklich verstehen möchte und weil Sie sagen, wir, aber
wir in Deutschland tragen doch auch irgendwie eine Verantwortung für die Ukraine. Es gibt zum einen das Historische, die historische Schuld Deutschlands gegenüber der Ukraine. Die Wehrmacht hat die Ukraine angegriffen, sie hat sie kolonisiert und in ihr gemordet. In der Ukraine leben viele jüdische Personen. In der Ukraine ist die Demokratie, von der Sie gerade gesprochen haben, aufgeblüht in den letzten 30 Jahren und soll verteidigt werden. Und warum begreifen wir Deutsche es nicht als irgendwie unsere Verantwortung? Wir können uns da nicht als der Dritte, nicht Beteiligte dran halten, sondern also wir müssen... Also da sind Sie jetzt wirklich mit dem falschen Gesprächspartner hier. Ich habe nicht nur Bücher über Nachhaltigkeit geschrieben, sondern über den Vernichtungskrieg, über die Art und Weise, wie solche Vernichtungsgewalt exekutiert wird. Warum ganz normale Menschen, die vorher auch nichts Böses gedacht haben, zu aktiven Teilnehmern an solchen Gewaltprozessen werden, zu Vergewaltigern, zu Kindesmördern und so weiter und so weiter. Also kommen Sie mir nicht sozusagen mit dem Ding mit, die Deutschen haben jetzt eine historische Verantwortung. Natürlich haben die eine historische Verantwortung und ich wäre sozusagen der Erste, der immer darauf besteht, dass sie eine historische Verantwortung haben. Aber man realisiert doch nicht eine historische Verantwortung, indem man irgendeinem Automatismus von die Waffen müssen immer schwerer werden folgt. Das ist doch vollkommener Unsinn. Man kann doch einer historischen Verantwortung gerade auch folgen, indem man sagt, wir müssen alles für die Inhibierung, die Unterbrechung von Gewalt und das Stoppen der Logik der Gewalt machen. Das ist Realisierung von historischer Verantwortung, gerade deswegen, weil die nichtjüdischen Deutschen tatsächlich für das größte Verbrechen in der Menschheitsgeschichte zuständig sind und verantwortlich sind. Aber das heißt doch nicht, jede daraus folgende Ratio muss unbedingt was mit der Steigerung von Gewalt zu tun haben. Ganz im Gegenteil. Gut, sagen wir, es ergibt sich so, dass die Waffenlieferungen nicht erfolgen, dann leben die Ukrainer, dann ist der Krieg vielleicht schnell vorbei, aber dann leben sie unter russischer Herrschaft. Was das bedeutet, wissen Sie vielleicht, das ist keine Pressefreiheit, es ist die Diskriminierung von Minderheiten, es ist vielerlei. Es ist ein Leben in Unfreiheit ohne nationale Identität. Es gibt im russischen Fernsehen Pläne von Konzentrationslagern für ukrainische Lehrkräfte, für ukrainische Kinder. Sie sollen von ihren Familien entrissen und russifiziert werden. Ist das wirklich ein Leben, was Sie für die UkrainerInnen wollen? Und warum hören wir eigentlich nicht denen zu, die betroffen sind? Ich sage es noch einmal. Die Logik aus der Betroffenheit heraus zieht andere Handlungsweisen, andere Notwendigkeiten nach sich als die Logik derjenigen, die um dieses Geschehen herum sind. Und es ist möglicherweise auch so, dass wenn man andere Lösungen zu finden versucht, dieses, was Sie gerade beschrieben haben als Zukunftsperspektive, effektiver verhindern kann als durch die Fiktion, man kann es durch immer gesteigerte Gewalt auf jeden Fall unterbrechen. Und ich hätte was ganz Einfaches. Weniger Tote ist vielleicht auch kein schlechtes Argument, oder? Na, weniger Tote, aber wird es die wirklich geben, nach dem, was wir jetzt gesehen haben in Borodjanka, in Butscha? Es wird mehr Tote geben. Aber jetzt widersprechen Sie sich gerade selber, weil Sie auf der einen Seite sagen, dieser Krieg und die Steigerung des Krieges ist eine Lösung, ohne irgendeinen Beleg dafür zu haben. Und auf der anderen Seite ganz genau wissen, was bei Leuten, die nicht ihre Argumentation teilen, dann die wirklichen Folgen sein werden. Tut mir echt leid. Ich wollte euch mal ganz kurz begrüßen. Es gibt den starken Wunsch, aus dem Publikum, soweit ich das einsehen kann, vor allen Dingen auch den Wunsch von mir, dass ihr jetzt auf dem gleichen Spannungslevel weiter miteinander redet. Ich will euch nur mal kurz ein Resümee geben. Das Erste, was die Community-Reaktion anbetrifft, gibt es Verständnis oder Verstehbarkeit für beide Positionen. Und es gibt sogar die eine Stimme, die sagt, also auf eine so intensive, beinahe freundschaftlich gesinnte Art, aneinander in den Kategorien vorbeizureden. Also das ist eine Frau, die das sagt, das sei ihr selten unterlaufen. Die Frage ist aber an Harald, wenn das Ziel ist, weniger Tote, also das kann man ja als, und das muss man auch akzeptieren, als eine Haltung dessen, die sich da jetzt die Wirklichkeit in der Ukraine anguckt. Was folgt daraus für eine ukrainische, russische Welt
nach einem Waffenstillstand. Also ist das überhaupt noch aushaltbar, wo bisher in Russland der Krieg von der Propaganda so gut wie überhaupt nicht stattgefunden hat? Das ist alles verboten. Die zweite Frage, die hier auftaucht, das waren, die sind fast deckungsgleich gekommen. Was bedeutet das für einen Klimatransformationsprozess, für einen politischen Klimatransformationsprozess? Würde man jetzt auf ein Comment wie in einem, im Sinne eines Waffenstillstands, also was würde das bedeuten? Wie kann man dazu kommen? Und das Dritte, das ist jetzt nur meine persönliche Anmerkung. Ich würde sagen, auch vor der Normandie 44 war nicht absehbar, was passieren würde. Das ist immer ein riskantes Spiel. Also wie ginge hinterher die ukrainische Bevölkerung mit einer, wie das als Lehrbeispiel in einem Radiointerview Alexander Kluge auch vorgeschlagen hat, zu kapitulieren. Damit ließe sich auch gut leben. Er habe das selbst schon in Halberstadt erlebt. Also es sind mir jetzt ein bisschen zu viele Gesichtspunkte auf einmal, als dass ich darauf auf alles antworten könnte. Aber die Situation Normandie ist, glaube ich, nicht wirklich vergleichbar, weder von der Dimension noch von der Entstehungsgeschichte mit der Situation, die wir jetzt haben. Und mein Petitum geht ja genau dahin, dass sich eine solche Form eines entgrenzten Krieges mit dem Eintritt anderer Kriegsparteien und sowas besser gar nicht haben möchte. Und die historische, sagen wir mal, Schräglage, die man dann sofort bekommt, ist, dass man dann auch darüber diskutieren kann, wer eigentlich Auschwitz befreit hat und so weiter und so weiter. Also das ist mir jetzt zu hypothetisch an dieser Stelle. Und genauso schwierig ist, aber das hatten wir ja eben auch, die Frage zu beantworten, was sind denn dann die Konsequenzen für die Bewohnerinnen und Bewohner der Ukraine je nach Kriegsausgang? Das wissen wir ja nicht. Das wissen wir ja nicht. Es kann ja sein, dass wir gegenwärtig in der Situation uns befinden, wo ein intensiveres Suchen nach Akteuren, die auf der Verhandlungsebene ernst genommen würden von beiden Beteiligten, diesen Krieg in eine verhandlungsfähige Formatierung zurückführen könnten. Und auch dann wissen wir nicht, was das Ergebnis ist. Mir scheint es auch aber wert zu sein, diese Perspektive aufrechtzuerhalten im Unterschied zu einer weiteren Eskalation, die dann eben mit Sicherheit viel mehr Tote zurücklassen, aber immer noch keine belastbare Chance dafür, dass hinterher die Ukraine weiterhin in ihrem Demokratisierungsprozess weitermachen kann. Naja, also Sie haben ja vorhin gefragt nach Kriegszielen. Also das Ziel ist ja, Russland zurückzuschlagen und zu besiegen und auch das Regime in Russland, das Putin-Regime, zu stürzen. Das ist doch das Ziel. Das Putin-Regime zu stürzen, ist das erklärte Kriegsziel? Nicht das erklärte Kriegsziel, aber das bedarf es, damit es nicht weiter zu Unterdrückung der Ukraine kommt. Ja, aber da sind wir an einem interessanten Punkt. Weil ich habe ja vorhin nur in dem Zusammenhang über Kriegsziele gesprochen, dass wir nicht über Kriegsziele sprechen. Ich habe ja die Beobachtung sozusagen nur wiedergegeben, dass wir zu Anfang dieses Krieges eher eine Diskussion gehabt haben, die sich auf die Frage richtete, wie kann man diesen Krieg möglichst schnell beenden. Jetzt haben wir eine Perspektive, wo jede und jeder sagt, dieser Krieg muss gewonnen werden, was ein Kriegsziel ist. Aber ohne, dass gesagt wird, was bedeutet das? Jetzt sagen Sie zum Beispiel, das Regime Putin muss entmachtet werden als Kriegsziel. Das finde ich interessant, weil das wäre, glaube ich, ein völlig unrealistisches Kriegsziel. Aber das Interessante ist doch, es gibt gar keinen Diskurs darüber. Der Bundestag debattiert darüber nicht. Und ich habe auch von den 40 Beteiligten aus Rammstein nichts darüber gehört, was denn diese Kriegsziele sind. Aber es ist ja nicht banal und nicht trivial, weil wenn ich nicht über Kriegsziele mehr Rechenschaft ablege, dann kann ich auch nicht sinnvoll einen Krieg führen. Dann kann ich auch keine Entscheidung darüber herstellen, ob ich schwere Waffen liefere oder ob ich versuche, was ganz anderes zu tun und so. Und das ist alles in einem sehr nebulösen Bereich und das bedeutet, der Gewalt wird die Regie überlassen. Und das kann ich in keiner Hinsicht gut finden. Der Gewalt wird die Regie überlassen. Gibt es denn aber auch nicht irgendwie Differenzen, wie wir über, also Sie sind Gewaltforscher, wie wir über welche Art von Gewalt, welche Qualität Gewalt hat? Wenn es Gegengewalt ist, also Gewalt erzeugt ja Gegengewalt, kann man sie denn überhaupt gleichsetzen? Also sagen wir wirklich, dass
die Gewalt der Alliierten oder der Roten Armee, die Hitlers Reich, das Dritte Reich, zu Fall gebracht hat. Können wir wirklich sagen, dass das schlechte Gewalt war? Oder ist militanter Pazifismus, Antifaschismus irgendwo auch gut? Sie haben ja völlig recht, dass es von der Bewertung her, normativ betrachtet, gibt es unterschiedliche Rechtfertigungen für Gewalt. Das ist völlig richtig. Ja? Also so ein Hitler-Deutschland mit militärischer Gewalt zu bekämpfen, wird man sich sofort darauf einigen können, ist total richtig. Auch Putin oder diesen russischen Angriffskrieg zu beantworten, ist auch richtig. Aber worüber ich spreche, ist, dass die Gewalt, die als soziales Phänomen, als Prozess, als Geschehen stattfindet, unabhängig eigene Logiken entfaltet, egal wie sie begründet worden ist. Das heißt, Vergewaltigungen kommen nicht nur auf der Seite der Angreifer vor, sondern auch auf der anderen Seite. Da spreche ich jetzt nicht über den gegenwärtigen Krieg, aber ich spreche über den Zweiten Weltkrieg. Ja? Ermordung von Kriegsgefangenen, Verbrechen, Kriegsverbrechen und so weiter, entstehen aus der Gewaltlogik und der Gewaltdynamik des Krieges selber. Da bleibt gewissermaßen niemand sauber, wenn die Gewalt beginnt zu sprechen. Das ist etwas, was man verstehen muss. Und das hat erstmal mit den Begründungen, weshalb eine Kriegspartei eingetreten ist, nicht so furchtbar viel zu tun, weil Gewalt ist als soziales Phänomen und als psychologisches Phänomen etwas anderes als normale, friedfertige Verkehrsformen, wie wir sie Gott sei Dank in den Gesellschaften eingeübt haben. Diese friedfertigen Verkehrsformen sind halt nun mal gerade eben in Bezug auf Russland nicht möglich. Oder würden Sie wirklich sagen, man sollte versuchen, sich mit Putin an den Verhandlungstisch zu setzen? Selbstverständlich, was soll man denn sonst machen? Das ist doch auch die totale Illusion. Also wie soll denn eine Ordnung nach diesem Krieg aussehen, wenn man leider Gottes relevante Akteure meint, da ausschließen zu können? Was ist denn das für eine Idee von internationaler Politik oder Geopolitik? Das geht doch einfach nicht. Wir sehen das ja zum Beispiel beim Iran. Also klar wird mit dem iranischen Regime verhandelt, aber dass der Iran wirtschaftlich maßgeblich ausgeschlossen ist aus dem SWIFT-System zum Beispiel. Also man muss Russland eigentlich so, und das sage ich als Russe, man muss es so unbedeutend wie möglich machen, damit es einfach nicht mehr so einen globalen... Aber selbst das ist Teil einer Nachkriegsordnung. Genauso wie man mit dem Iran ja nicht mehr spricht oder so, sondern man versucht, bestimmte Mechanismen zu etablieren, um die Macht dieser anderen Akteure einzugrenzen. Aber das heißt doch nicht, dass Iran gewissermaßen als politischer Akteur nicht mehr existiert. Natürlich existiert er. Und das muss man ja auch in Rechnung stellen, weil sonst kann man überhaupt keine Nahostpolitik und sonst irgendwas machen. Ja? Aber mir geht es doch schlicht und ergreifend darum, dass wir jetzt im Moment gerade so eine Art automatisiert ablaufenden Diskurs haben, wo vollkommen vorab geklärt ist, wer Recht hat, was das Richtige ist, und bestimmte Themen, die aus meiner Sicht total relevant sind, weil sie nachhaltig wirksam sein werden, überhaupt nicht vorkommen in diesem Diskurs. Und das halte ich in einer Entwicklung, in der es tatsächlich um etwas geht, für absolut fahrlässig, so zu sprechen. Jan, ich würde gerne dich noch mal bitten, diese Klimafrage zu wiederholen. Weil das habe ich auch nicht verstanden. Das waren so viele Fragen und ich glaube zum Ende hin, ich meine, solange Jan noch nicht online ist, würde ich sie gerne noch fragen. Also ich glaube, ich bin online. Okay, Moment. Wir beide sind uns ja, glaube ich, einig, dass wir wollen, dass der Krieg so schnell wie möglich beendet wird. Aber welche Mittel sehen Sie denn dafür, wenn es nicht schwere Waffen sein sollen? Also ich meine, welche Möglichkeiten gibt es denn? Sollen die Ukrainer irgendwie gewaltfreien Widerstand gegen russischen Aggressoren ausüben? Oder? Nein, aber ich würde denken, dass die Diskreditierung von dem, was immer ein klassisches Mittel der Gewaltreduzierung gewesen ist, nämlich in irgendeiner Weise in Verhandlungen einzutreten und auch wenn es schwer ist, zu versuchen, mindestens mal Zeitspannen zu etablieren, in denen man sich sortieren kann, sprich ein Waffenstillstand. Es muss ja nicht gleich der Friede sein oder was auch immer. Aber im Moment kommt es doch ganz stark darauf an, dass man Räume des Handelns schafft, die nicht nach einer einzigen Logik sich abspulen. Und ich mache das Argument noch mal stärker.
Wenn ich die ganze Zeit nur gewaltförmig agiere, dann folge ich der Vorgabe Putins. Dann lasse ich alles Handeln diktieren von dem Diktator, der den Angriffskrieg gemacht hat und der damit die Handlungsvorgabe gemacht hat. Und das kann ja erstens nicht in unserem Sinne sein, es kann auch nicht im Sinne der Betroffenen sein und es kann auch nicht im Sinne einer irgendwie sinnvollen Beherrschbarkeit dieser Situation sein. Nun gut, wenn wir darüber sprechen, gewaltfreier Widerstand oder eben nicht die militärische Schlagkraft der Ukraine in den besetzten Städten wie Cherson zum Beispiel, sind die Leute mit bloßen Händen gegen Panzer angetreten und haben demonstriert, obwohl sie besetzt sind. Und was ist passiert? Sie wurden niedergeschossen. Also bleibt überhaupt eine andere Möglichkeit? Ja, es bleibt eine andere Möglichkeit. Also was soll man denn darauf sagen? Wissen Sie, das ist wirklich ganz schwierig, darüber zu diskutieren, weil die Perspektive derjenigen, die angegriffen sind, ist eine fürchterliche Perspektive und aus ihrer Sicht ist jede Form, die hilfreich ist, gerechtfertigt, automatisch. Völlig d'accord. Ich kann nur zum dritten Mal wiederholen, das ist nicht identisch mit der Logik, wie man eine Entgrenzung des Krieges verhindert. Und es nützt auch nichts, dann immer dasselbe zu sagen. Da sagen wir, Putin will irgendwann die DDR zurück in seinem Sowjet-Neoimperialismus. Was machen wir dann? Ich habe keine Lust mehr. Jan, stellst du die Klimafrage? Ich würde noch mal gerne nochmal, Harald, du hältst das für komplett illusorisch. Wahrscheinlich hältst du das auch für Gaga. Also auch nur darüber zu fantasieren, dass das Putin-Regime weg muss. Richtig? Was soll das bedeuten? Nee, ich frag dich nur, das ist jetzt ist gar keine Unterstellung. Ich halte die jetzige Führung in Russland also für eine Dauerkrisenursache. Ja, ich auch. Aber wollen wir jetzt ernsthaft unseren bislang schon innerhalb von 2 Monaten total vereinseitigten und gleichzeitig eskalierten Diskurs sozusagen um das nächste Kapitel eröffnen, dass jetzt das Regime beseitigt werden muss und Russland befreit werden muss? Ist das wirklich dein Ernst? Nein, ist das echt dein Ernst? Was wären für dich, wenn nicht schwere Waffen? Das ist auch eine Frage im Zuschauerforum. Was wären für dich probate Schritte, um eben genau zu dieser Gewaltreduktion zu kommen? Naja, das ist eine interessante Frage, weil sie jetzt in einem Prozess gestellt wird, an einer Stelle des Prozesses, wo es schon eine permanente Steigerung der Kriegsgewalt gegeben hat und sozusagen der Dimension der Qualität der Waffen. Ich würde gleichwohl sagen, dass das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass eine weitere Steigerung tatsächlich zu dieser Form des dauerhaften Krieges führen wird. Insofern würde ich sagen, man muss nicht weiter steigern, diese Dimension, meinetwegen die Zahl der Waffen, aber nicht die Qualität der Waffen. Ja? Also Panzer, Kampfflugzeuge, was kommt als nächstes, keine Ahnung. Ja? Sondern dass man ein Innehalten der Eskalation in irgendeiner Weise herbeiführen muss und sagen muss, wie kommen wir jetzt, das ist jetzt eine banale Geschichte, wie kommt man jetzt aus dieser Situation, die ja für alle Beteiligten, wahrscheinlich auch für die russische, eine vertrackte Situation ist, weil, wenn es zutreffend ist, dass man sich da verkalkuliert hat, ist es eine vertrackte Situation. Wo ist jetzt sozusagen das Momentum zu finden, in irgendeiner Weise die Verhandlung wieder aufzunehmen? Ja, das ist im Prozess, aber in einem Prozess, der sich schon in einem permanenten Aufstieg befunden hat, eine extrem schwierige Frage, das zu machen. Oder welche Akteure können jetzt gewissermaßen irgendeine Unterbrechung der Situation herbeiführen? Frau Merkel oder wer auch immer? Ich habe keine Ahnung. Ich kann halt nur sagen, dass die Folge
wie soll man sagen, die Konsequenz, dass sich Abspulen einer Konsequenz immer so weitergehen wird, wenn ständig noch weiter, noch schwerere, noch dynamischere, noch bessere Waffensysteme und sonst was dahin kommen. Und ich kann es nicht verstehen, dass man das wollen will. Ich kann das nicht verstehen, weil da wäre die Prognose, glaube ich, relativ wahrscheinlich dieses dauerhaften Zermürbungskrieges. Und nochmal gesagt, wenn wir diese Kriegssituation auf Dauer stellen, dann haben wir einen verschärften Kalten Krieg mit einer permanenten Bedrohung der Entgrenzung. Das heißt, nochmal zu der Frage zurück, was machen wir denn eigentlich dann mit Klimapolitik, mit Transformationspolitik, mit sozial-ökologischer Transformation? Unter einer Daueranspannungssituation eines stattfindenden Krieges mit Entgrenzungstendenz. Dieses Europa möchte ich ehrlich gesagt nicht erleben und nicht haben. Harald, Anastasia, ich darf euch spiegeln, dass das Publikum auf eine irritierte, also auf eine sehr starke Weise fasziniert ist von der Diskussion. Es hat sehr starke Irritationen, also quasi all das steht unter Komplexitätsverdacht, gerade bei euch beiden. Das war wahnsinnig interessant, euch zuzuhören. Also wie es weitergeht, erörtern wir später. Es war vor allen Dingen sehr, sehr produktiv, angenehm, different. Darf ich noch einen Satz sagen, der mir gerne wichtig ist an dieser Stelle? Wir haben eine Situation, für die es kein Rezeptwissen gibt. Kein Drehbuch, kein Blueprint. Und ich würde immer dafür votieren, dass solange es kein Rezept, kein Blueprint, kein gesichertes Wissen gibt, die Verzögerung des Handelns immer sozusagen dem Pavlovschen Moment Aktion, Reaktion vorzuziehen ist. Und das wäre sozusagen, wir sind ja alle nicht ausgestattet an dieser Stelle mit einem Wissen, wie es geht, ja? Aber das ist für mich gewissermaßen eine Rationalität, die man nicht vergessen darf. Diese Rationalität darf man auf keinen Fall vergessen und doch muss man natürlich schauen, dass angesichts der Zeit und angesichts dessen, welche Verbrechen gerade in der Ukraine geschehen, dass man vielleicht auch nicht nur über, sondern mit der Ukraine reden sollte und die Leuten vor Ort zuhören sollte und den Intellektuellen auch dort. Das schließt sich ja doch überhaupt nicht aus. Ja, aber das widerspricht sich ja komplett. Wir fangen dann wieder von vorne an, glaube ich. Aber warum schließt, also das verstehe ich überhaupt nicht. Und auch als Sie vorhin nach dem Brief gefragt haben, der Brief ist auch an die Bundesregierung adressiert. Aber es geht ja darum, wer ihn unterschrieben hat. Da ist niemand aus Osteuropa dabei. Ja, aber es ist an die Bundesregierung adressiert. Es gibt hierzulande Menschen wie mich und genug Menschen, die post-sowjetischen Background haben. Aber das ist doch... Und auch Intellektuelle und Journalisten und Politiker und alle. Aber dann, also Entschuldigung, an dieser Stelle, wo dieser Konsens ja zum Beispiel zwischen uns überhaupt nicht herstellbar wäre, wie könnten Sie denn dann diesen Brief unterschreiben? Ich würde ihn nicht unterschreiben. Na eben. Ich würde ihn nicht unterschreiben, weil ich das absurd finde, der Ukraine ihre Verteidigung abzusprechen. Das haben wir nicht getan, haben wir überhaupt nicht getan. Aber es wäre doch, wär doch absurd, es ist doch selbsterklärend, weshalb da jetzt die Unterzeichnerinnen draufstehen, die da jetzt draufstehen. Vorhin in einem anderen Panel, wenn ich das nochmal kurz sagen darf, erklärte jemand, dass er der Haltung der Autorinnen und Autoren des Briefes gar nicht zuneigt, aber sehr froh, dass dieser Brief veröffentlicht wurde. Ich kann mich in dieser Weise da auch nur anschließen. Und das ist ja auch ein, auf jeden Fall für den zumindest bundesdeutschen Diskurs ein wertvolles Stück im Diskurs geworden. No, heiß diskutiert wird es auf jeden Fall. Also so funktioniert die Demokratie. Prima. So, wollen wir das dabei belassen? Wir haben 17:14 Uhr. Ja.